Hallo, ihr Querlinge! Nokori und ihre Gefährten haben das Dörfchen Wintersonne erreicht, in dem einige Kreuzfahrer verloren gegangen sein sollen, beziehungsweise wo man etwas über verloren gegangene Kreuzfahrer herausfinden können soll. Wir werden gleich diese Örtlichkeit betreten, vorher aber einmal in die Verwaltung des Kreuzzugs. Denn da können wir noch ein paar Sachen auf den Weg bringen. Es wurde in den Kommentaren empfohlen, dass ich in Dretzen einen Teleportationskreis baue. Es ist eine gute Idee, aber dafür brauche ich 200 Materialpunkte unter anderem. Und Materialpunkte habe ich gerade nicht. Geldmittelpunkte hingegen sind gar nicht so wenige vorhanden. Und wir gucken mal, was wir hier für Erlasse durchführen können. Also Rangaufstieg haben wir gerade nicht. Entwicklung, man sieht schon an der roten Färbung, dass da die Ressourcen dafür nicht ausreichen. Müssten wir uns also nicht anschauen. Hier hätten wir einen Erlass, Militärtribunal. Einmal Verräter, immer Verräter. Ein Gesetzesbrecher bleibt sein ganzes Leben lang ein Krimineller. Das sprach die Kommandantin im Kampf um die verlorene Kapelle. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann befahl sie, innerhalb der Armee Militärtribunale zu organisieren. Nachdem Dretzen nun frei ist, haben die Berater der Kommandantin endlich die Gelegenheit, diesen Befehl auszuführen. Das bringt uns eine Chance, Aktionen wegen negativer Moral zu überspringen. Also die Chance, Aktionen wegen negativer Moral zu überspringen, also die Chance, negative Effekte zu haben, ist um 5% verringert. So rum. Ja, das kann uns immer nützlich sein, kostet 30 Materialpunkte, 500 Geldmittelpunkte. Im Moment haben wir das Problem nicht, weil die Moral ist hoch. Was haben wir noch als Alternative? Helden wieder erwecken. Eine Diebesarmee wünscht sich, dem Kreuzzug anzuschließen. Unter den Kreuzfahrern können sie sich ihrer unehrenhaften Gewohnheiten entledigen und zu wahren Helden werden. Damit kriegen wir 6 Paladine und 8 Scharfschützen. Das kostet lediglich 2000 Geldmittelpunkte. Gute neue Truppen sind immer wichtig. Kosten nur Geldmittelpunkte. Davon haben wir gerade 2600 kommt pro Tag dazu. Also das würde ich mal erlassen. Und dann tickt das halt durch, bis es wirkt. Das hier ist im Moment nicht möglich. Hier hätten wir die Möglichkeit, mit 50 unserer 80 Materialpunkte so ein Ding wiederherzustellen. Aber ich würde erstmal auf den Teleportationskreis sparen, denn wenn die ähnlich funktionieren wie in Kingmaker, dann ist das schon eine sehr wichtige Infrastruktur, die wir da dann hätten. So, und dann haben wir hier das Schwert der Tugend studieren. Das Schwert der Tugend, das große Relikt der Kreuzzüge, hat sich auf mysteriöse Weise verwandelt, als es mit der Kommandantin in Berührung gekommen ist. Was hat das zu bedeuten? Kleriker und Magier könnten die Eigenschaften des Artefakts vielleicht enträtseln. Das kostet uns gar nichts. Glaube ich. Also, wir müssen Logistik haben. Haben wir aber. Also, machen wir mal. Hier können wir nach irgendwelchen... Achso, ja, genau. Hier sieht man, dass man für Logistik immer nur einen Erlass zur gleichen Zeit laufen lassen kann. Deswegen ist er jetzt eh blockiert. Wir können Irabet Befehle erteilen. Irabets Zusammenbruch, der sich kurz vor dem Angriff auf Dretzen ereignete, plagt sie noch immer. Man sollte sie daran erinnern, dass sie in den Augen der Soldaten eine Heldin war, ist und immer sein wird, indem man sie zur Kommandantin eines kleinen Trupps von Kreuzfahrern ernennt. Da Irabet als Truppführerin beschäftigt ist, müssen ihre Pflichten in der Heeresleitung des Kreuzzugs üblicherweise jemand anderem übertragen werden. Naja, es scheint ja notwendig zu sein. Also machen wir das. Blockiert momentan Militär. Ja, also das Militärattribut des Kreuzzugs. Ja, und viel mehr können wir gerade nicht machen. Hier ist was Neues. Geburtsrecht. Adlige sehen oft auf die einfachen Leute herab, da man ihnen von Geburt an beibringt, sie wären etwas Besseres. Diese Einstellung führt immer wieder zu Streit zwischen ihnen und den einfachen Kriegern. Die Offiziere bitten nun die Kommandantin, ein Machtwort zu sprechen. Okay.
Also ich habe auf meine Ankündigung hin, mir diese Auswirkung hier nicht anzuschauen, sondern nur von der Entscheidung, die ich treffe, durchaus Gegenwind von euch erhalten. Und der war auch wohl begründet und da ist auch ein schöner Vorschlag dabei gewesen, nämlich Nokori würde erst einmal, ohne diese Auswirkung jetzt hier zu kennen, eine Entscheidung treffen und sich anschließend beraten lassen. Sie hat ja jetzt einen Stab, der eingerichtet worden ist. Und da sind ja Experten dabei und die haben sicherlich auch nochmal den ein oder anderen klugen Gedanken. Und wenn diese Gedanken klug genug sind, würde Nokori möglicherweise ihre Entscheidung nochmal ändern. Aber da müssen schon wirklich gute Argumente kommen. Deswegen machen wir das jetzt hier zum allerersten Mal, weil jetzt ja auch der Stab aktiv ist. Das haben wir ja beim ersten Mal, als wir in der Dresden-Zitadelle waren und verwaltet haben, einrichten lassen. Und der ist eingerichtet worden, während wir dann auf Tour waren. Und auf dieser Tour sind wir immer noch. Also, Geburtsrecht Adliger. Ergreife Partei für die Adligen, unterstütze die einfachen Krieger. Dann hier haben wir eine Option, die uns nicht zur Verfügung steht. Und schließlich, lass die einfachen Leute und die Adligen in einem Turnier gegeneinander antreten. Also, Nokori ist der Ansicht, dass Talent unabhängig von dem Geburtshintergrund ist. Das heißt, nur weil jemand ein Adliger ist, muss er nicht der schlechtere Soldat sein. Und das heißt, nur weil jemand aus dem einfachen Volk stammt, muss er nicht der schlechtere Soldat sein. Rein mengenmäßig dürfte es natürlich die meisten guten Soldaten aus den Reihen des einfachen Volkes geben, weil es da einfach viel mehr einfaches Volk gibt als Adliger. Aber das ist völlig unabhängig voneinander. Insofern findet sie es am besten, wenn die ihre Kräfte messen sollten und dann wird sich herauskristallisieren, wer da am besten ist. Und dann kommen hoffentlich die es einfach am besten drauf haben. Und ob die jetzt artig sind oder nicht, ist nur Curry völlig egal. Dann gucken wir mal die Auswirkungen an. Hier oben hätten wir 3500 Führerschaftserfahrungspunkte. Also das ist für die Rangaufstiege in diesen Attributen des Kreuzzugs. Dann hier hätten wir eine gesteigerte Kreuzzugsmoral, die wir im Moment gar nicht brauchen, denn wir haben Moral von 20. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf dem Maximum der Moral jetzt 20 Moral obendrauf kriegen, ich glaube, dann verfallen die einfach. Ist das so oder werden die virtuell mit angerechnet? Und wenn ich jetzt etwas machen würde, was die Moral sinkt, dann hätte ich von den virtuellen 40 Moral, die ich hätte, und dann sinkt es um 10, hätte ich dann immer noch irgendwie dann virtuell 30 Moral. Ist das so? Ich glaube nicht, dass das so ist, aber die es wissen, mögen es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre nämlich wichtig zu wissen, denn ein Moralzuwachs von 20 oder ein Moralzuwachs, der mich über das Moralmaximum hinausbringt, ist ja vollkommen wertlos. Und deswegen wäre das hier komplett wertlos, weil ich auf der maximalen Moral bin. Und Nokoris Option hier addiert 1750 Führerschaftserfahrungspunkte und die Kreuzzugsmoral steigt ebenfalls um 20. Ja, es hat nur die Hälfte der Führerschaftserfahrung. Ja, also es ist halt die zweitbeste Lösung, wenn man unterstellt, dass der Moralzuwachs irrelevant ist im Moment. Ich meine, ich kann die Entscheidung auch aufschieben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt an Wintersonne irgendwas passiert, was die Moral großartig dämpft. Da sind wir ganz allein, das ist halt nichts, wo die Armee jetzt dabei ist. Wir treffen die Entscheidung jetzt aber diejenigen von euch, die wissen, ob Moral über das Maximum hinaus irgendwie angerechnet wird, erhalten bleibt, verwendet werden kann, einen Effekt hat. Die mögen mir das gerne mal schreiben. Ich glaube, dass das nicht so ist, aber ich treffe jetzt aus rollenspielerischen Gründen die Entscheidung, das so zu tun, weil es jetzt halt notwendig ist, das so zu machen. Oder die Entscheidung jetzt halt ansteht. So. Seele hat als oberste Schiedsrichterin das Turnier beaufsichtigt und jeder erhielt eine faire Chance, sich zu beweisen. Die Adligen traten gegen einfache Kämpfer an und jedes Duell wurde lediglich durch Kraft und Geschick entschieden. Nachdem sie am eigenen Leib erlebt haben, was einfache Krieger leisten können, werden sie den Mut dieser Männer von nun an respektieren. Das Turnier war ein großer Erfolg und hat viel für den Zusammenhalt unter den Kreuzfahrern getan. Na, sehr schön. So. Dann hier sind Aufruhr der Tadella, ja toll. Das sind Sachen, da müssen wir vor Ort in Dresden sein. Das ist schön, dass wir das gerade nicht sind.
keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Wir müssen hier Dämonen grillen oder uns grillen lassen. Gell? Achso, warte mal. Lesen. Die Beschreibung. Wintersonne, ein kleines Dorf, das die dämonische Invasion irgendwie überlebt hat. Das ist schon anrüchig. Es ist überraschend still und friedlich, auch das ist anrüchig, als würde es irgendwo in einer hübschen ländlichen Gegend weit ab der Front liegen und nicht mitten in der Weltenwunde umgeben von Monstern. Wir müssen hier versuchen, vermisste Kreuzfahrer zu finden und waren noch nie an diesem Ort. Das ändert sich jetzt. Erinnert ein bisschen an Kaltwasser, aber das zerstörte Zelt hier und der allgemein zerstörte Lagerplatz, der spricht schon eine andere Sprache. Wie groß ist das hier? Oh, das ist sehr groß. Es ist 4 Uhr in der Früh, wenn wir hier sind. Okay. Ja, ich nehme an, wir müssen hier kämpfen. Rindenhaut auf die Mieze. Und auf Borstel. Tja, wir haben schon relativ viel Zeug verbraucht. Da müssen wir eh demnächst rasten. Dann packen wir die letzte Rindenhaut auf Lor. Der ist ja auch dabei. Mal schauen, ob es was nutzt. Dann haben wir hier die mächtigen magischen Fänge. Eine Stunde pro Stufe. Ich denke, wenn wir jetzt hier sind, können wir das auch mal auspacken. So. Ja, und mehr weiß ich im Moment nicht, außer dass wir natürlich hier den bunter Erbin anschalten. Der sieht zwar aus, als wäre er an, aber er war nicht an. Grr. Und ich glaube, wir haben diesen schwarz-weißen Engelsflügel, den haben wir irgendwie im Inventar von Camellia gelassen. Das ist jetzt natürlich total ätzend. Aber auch irgendwie nicht zu ändern. So. Wissen Arcanum da drüben. Was ist das? Also so ein Ausguck. Wieso brauchen wir da Wissen Arcanum für? Naja, ihr werdet schon eure Gründe haben. Dann machen wir das hier noch an. Das kann offenbar Arushalee am besten. Die Fäulnis hat zwar einige Pflanzen getötet, aber das Gebiet wird durch einen Zauber geschützt, der eine Ausbreitung der Fäulnis verhindert. Aha. Zauber, okay. Da sind Feen am Werk, das merke ich schon. Hier liegen dann verstreute Taschen. Schleifstein. Ja. Das ist erstmal nichts Auffälliges. Halt, Moment. Ah, Wissenwelt. Ja, fast vergessen. Das Lager ist verlassen, aber es gibt keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Die Spuren deuten darauf hin, dass es die Kreuzfahrer freiwillig verlassen haben. Ach, das war das Lager der Kreuzfahrer. Aber gute Kreuzfahrer packen doch ihre Zelte ein. Ich meine, was soll denn Wilzer Garms sagen, wenn er jedes Mal neue Zelte besorgen muss? Von dem zurückgelassenen Zeug ganz zu schweigen. Vielleicht irgendeine Art von Zwang oder Betörung oder so, vielleicht am Werk. Na dann, geht mal hier runter. Nokori könnte mal voranschleichen. Warum nicht? Jetzt wird es ja vielleicht langsam mal ein bisschen interessanter hier. Stichwort Gegner oder Entitäten, mit denen man kommunizieren kann.
Dazu gehört ein neutrales Milodon wohl nicht. Das hat hier Beute gemacht. Dürfte ein Einzelgänger sein, aber ganz genau wissen wir es nicht. Dann ein Schattenfang nach vorn, das wird eine Rauferei. Ich würde Sosiel aufsatteln lassen. Ich würde auch Sela aufsatteln lassen. Land nach vorn. So, dann kommst du dahin. Du dahin. Ach, Sela. Du musst nicht jeden Befehl als den deinigen betrachten. Manchmal meine ich auch Sosiel. Herr Graf dahin. Wenn haben wir noch? Arushalay. Dahin. Und Aivu, stimmt, der ist auch noch da. Mann, was für ein Zoo. Okay. Ah, ich denke, lass mal auch mal dich aufsatteln. So, und also du kannst auch aufhören zu schleichen. Und Lan beginnt den Kampf. Wenn möglich. Lan ist irgendwie noch nicht möglich, ja. Beziehungsweise, vielleicht muss nur Kori ein Stück nach vorn. So. Attacke. Kernschuss haben wir aus, ist richtig. Abwarten. Abwarten. Aus irgendwelchen Gründen geht hier kein Sturmangriff. Ah, dann lassen wir den Gegner kommen. Du kannst schießen. Ohne Kernschuss. Triffst. Du kannst auch schießen. Aivo würde ich jetzt nicht nach vorn schicken. Ja, mehrere. Ey. So, wir watschen zurück hier, Freunde. Oh, noch einer. Oh, mehr hier. Die sind dran, bevor Nokori dran ist. Das ist schlecht. Lan, Kernschuss an. Ah, nicht schlecht, aber nicht gut genug. Indiskutabel. Du jetzt müssen wir das so machen, dass ihr. Boah, wie die Smilodons hier Reflexrettung. Unglaublich. Oh, was war das? Moment, das müssen wir mal angucken. Burstel macht einen kritischen Treffer. Und weil Burstel ausmanövrieren hat und Nokori ausmanövrieren hat und Schattenfang ausmanövrieren hat und Sosiel ausmanövrieren hat, haben daraufhin Sosiel, Nokori und Schattenfang jeweils einen Gelegenheitsangriff gehabt. Bei dem wiederum Nokori einen kritischen Treffer gelandet hat.
woraufhin die nächsten Gelegenheitsangriffe getriggert wurden. Von Schattenfang, Borstel und eigentlich auch Soziel. Ach, was weiß ich. Oh, das ist ja echt schwierig hier, was hier passiert ist. Na, jedenfalls haben die Gelegenheitsangriffe sich irgendwie... Also, das waren ganz viele. Und dann waren Borstel und Soziel erst wieder dran mit ihren normalen Angriffen, die sie auch noch hatten. Und in Summe war das mehr als genug, um das wilde Smilodon zu killen. Krass. Also auch kritische Treffer eines Gelegenheitsangriffs können weitere Gelegenheitsangriffe triggern, wie zum Beispiel durch das Talent ausmanövrieren. So scheint das hier zu sein. Okay. Ja, schön. Finde ich gut. Wir watschen zurück. Und machen Schluss. Schattenfang hat mächtig einstecken müssen. Ne? Das ist echt erstaunlich. Gib mal Schattenfang ein bisschen Heilung. Das machst du auch. Naja, das war jetzt nicht so toll. Ja, das reicht. So, Nokori als geübte Jägerin. Was mache ich da gerade? Deran, gehst du wohl zurück? Also man klickt ja teilweise aus Versehen irgendwo hin und dann rennt das Nachthemd der Gruppe irgendwie nach vorne. Das ist echt schlau. Also Nokori, hier, du kannst womöglich heute häuten. Sag mal, was machst denn du eigentlich? Du brauchst doch nur eine 10, Mädel. Oh, es ist unglaublich. Okay, vergesst es. Hier ist ein Pferd. Das ist offenbar die Beute der Smilodonten gewesen. Bing. Und Geifercheck-Alarm. Sehr gut. So, sie hat es entdeckt. Schwierigkeitsgrad 19 war jetzt nicht so die allergrößte Kunst. Da an der Wintersonnenkarte bei dem Pferd. Hier, was ist das da hinten eigentlich? Haben wir jetzt was zurückgelassen hier? Eigentlich nicht, ja. Was haben wir hier? Dietriche und Weihrauch und Rindenhauttrank, schön. Jetzt geht es hier um Natur. Ja, das kriegt eine Kuri hin. Dieses Pferd gehörte offensichtlich den vermissten Kreuzfahrern. Ja, das stimmt. Es liegt hier oben im Gebüsch irgendwas. Moment. Ach nee, da gucke ich, da ist die Kamera, da gucke ich lang. Und dann am rechten Rand ist ein Beutel. Da, tatsächlich. Aber da kommen wir jetzt sowieso hin. Oh, eine neblige Senke. Vorsicht. Ja, Schattenfang, du kannst nicht gut schleichen, ne? ja, Schattenfang kann nicht so gut schleichen. Halt, Mensch, Leute, denkt doch mal bitte mit. Was sollte Nokori alleine machen? Zeug, von dem wir nicht wissen, ob es den Kreuzfahrern gehörte. Kann sein, muss nicht sein. Das ist da oben. Ein seltsamer Felsen. Aha. Der Nebel ist auch, naja, nicht vertrauenerweckend. Aber es scheint hier friedlich zu sein. Na gut, dann den Sattel wieder auf. Schaut euch diesen Felsen an. Was war das? Ah! Ein befallener Baumhirte. Da brauchen wir Feuer. Ember! Nicht dabei. Schade.
Ach, eine neutral-böse Pflanze, die uns noch nicht gesehen hat. Ich glaube, in dieser Situation würden die Helden erstmal den Gegner angehen, statt sich hier mit einem Felsen zu vergnügen. Heißt für mich also, der Rand steht total günstig. Du dahin. Du dahin. Wo ist denn Lan? Nokori, was machst du da? Das ist schlau, da hinten rumzureiten. Bleib mal da stehen. So. Deran geht ein Stück zur Seite. Und Lan spuckt in die Hände. Geht das? Von der Entfernung her? Lan, mach keinen Scheiß. Das müsste langsam mal 30 Fuß sein. Ja, der scheint nicht ganz so heftig zu sein als Gegner. Warten wir mal ab. Aibu. Ja, das ist zu weit weg. Da kriegst du nicht hin. Also du kannst dahin flattern, aber dann kannst du die Oderwaffe nicht mehr machen. Ja, das können wir vergessen. Aber du kannst mal dahin gehen. Vielleicht nutzt es ja irgendwie was. Nokori. Du könntest angreifen. Na, dann tu das. Donk. Du schießt. Eben. Daneben. Was war denn das? Ach, zu Fall bringen. Ja, was ihr alle könnt, ihr Angeber-Viecher. Abwarten. Ich nehme an, den kriegen wir jetzt. Nokori, bleib erstmal liegen. Ah, schön, dass es wehtut. Das war wieder eine Sozial-Würfel-Aktion hier gerade. Was war denn hier los? Eine Krankheit. Beflecktes Harz. Schön. Ja, ich kann Krankheiten kurieren. Das ist ja alles in Ordnung. Sela könnte noch was machen. Sich selbst heilen braucht sie nicht. Schattenfang, komm. Oh, der hat dir wirklich auch noch mal eine mitgegeben. Es ist so schön, es ist... Ganz ruhig. Der Religionsmodifikator ist bei Nokori auf 16, bei Soziel ist er auf 18. Folglich sollte Soziel sich um irgendwelche Behandlungen kümmern. Das ist ein Krankheitseffekt. Okay, also, Soziel. Nein, es ist Lan. Den anderen. Gebrechen behandeln. Erstmal auf die Mieze.
Soziel entfernt das. Das ist gut. Aber irgendwie macht das weiteren Attributsschaden. Das ist toll. Oh, hier gelingt es dir nicht, das zu behandeln. Wegzunehmen. Okay. Das ist nicht gut. Jetzt könnten wir den Zauberstab, den wir haben, benutzen. Was machst du da? Okay, ich glaube, das mit dem Aufsatteln ist gerade ein Riesenproblem. Also, absatteln. Alle satteln mal fleißig ab hier. Das wird sonst ein Riesenchaos. Borstel, du hast da nichts zu suchen. Weg mit dir. So sieht es am dransten. Der benutzt diesen Zauberstab auf Lore. Jetzt. Immer noch nicht. Was ist denn da los? Ach, der Modifikator ist jetzt nur 5. Okay. Ja, Lola, musst du da durch. Dann können wir da erstmal im Moment nichts dagegen tun. Unschön, aber nicht zu ändern. Jetzt haben wir hier leider uns unser Mietzchen geschwächt. Stärke minus 3. Ey, dieses fiese Ding. Da dürfen die Tiere nicht angreifen. Das muss man echt, da muss man echt dran denken jetzt beim nächsten Mal. Das geht so nicht. Naja, gut. Teilweise Genesung. Auf Lore mache ich das jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was da noch kommt. Ja, verausgabe dich nicht so sehr. Ist das toll. Och, weißt du, wenn das so kleckerweise geht, dann geht's halt kleckerweise. Schattmann ist unser Main-Damage-Dealer. Der muss im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Hat es eh gerade noch zu kämpfen mit ein paar Sekunden Übelkeit. Das ist aber gleich weg. So, Gewandtheit. Ja, ist also wieder hergestellt. Ja, bei Lore ist es nicht der Fall. Aber warten wir mal ab, was noch so kommt. Das ist ja echt übel. Also nicht die... Ja, also auf den Tierchen darf ich da nicht angreifen. Fieses Zeug, ey. Aber er ist krank. Obwohl es da oben hier hieß, dass irgendwie eine Fäulnis hier abgehalten wird. Was haben wir hier? Der Text in Gemeinsprache lautet... Damit junge Ohren alte Weisheit befolgen können, verbergen wir sie, aufgeteilt auf 4 Orte. Die Jugend hat Freude am Raten und Suchen. Okay, ein Rätsel. Das scheint aber was mit dem Ort Wintersonne zu tun zu haben und nicht mit den hier verschwundenen Kreuzfahrern. Dieser komische Baum stand hier an diesem Tümpel. Das ist ein Fließgewässer. Da gibt es einen Weg auf die andere Seite. Oh. Tote Bärenjunge an ihrer... Nein, lebende Bärenjunge an ihrer toten Mutter. Nokori-Wurf fehlgeschlagen. Der Kadaver des Bären ist eiskalt, aber es ist schwer zu sagen, was ihn getötet hat. Nokori, wie kannst du das nicht schaffen? Ja, mit einer 1 ist es halt auch echt doof, ne? Ja, schön, dass wir es nicht wissen. Na gut, die Bärenjungen jetzt hier zu killen, das sieht Nikori nicht ein. Vielleicht haben sie ja eine Chance. So ist die Natur. Das weiß Nikori besser als viele andere. Wir können nur durch diesen Fluss weiter warten.
tun wir das. Und entdecken eine Art Heiligtum. Es könnte Sarenräh sein, aber wer weiß. Die Statue ist mit einer Runeninschrift versehen. Wissenwelt. Na dann, gebt euer Bestes. Erfolgreich. Die Inschrift ist in Halit verfasst, der Sprache des alten Sarkoris. Sie lautet: Mögest du auf ewig fröhlich bleiben, Herrin der Sonne. Jemand bringt regelmäßig Blumen zu der Statue. Einige der Sträuße sind völlig vertrocknet, andere leicht verwelkt, einer ganz frisch. Okay, das hier ist wohl zum Öffnen. Da ist erstmal nichts drin, was irgendwie die Helden beunruhigen würde. Einige kleine Wertgegenstände. Das scheint aber auch alles nicht so wirklich bedrohlich zu sein bisher. Oh, das ändert sich gerade. Das sind die Kreuzfahrer, oder? Von der Montur her. Bei der verstümmelten Leiche handelt es sich ohne Frage um einen der vermissten Kreuzfahrer. Seine Mörder haben ihm nicht einmal die Ausrüstung abgenommen. Das Blut und die Brandspuren verbergen die Kreuzfahrerwappen auf der Rüstung des Toten fast vollständig. Aber sie sind noch schwach zu erkennen. Ja, läuft nicht so für den Kreuzzug hier in Wintersonne. Also, die vermissten Kreuzfahrer haben wir gefunden. Das geheimnisvolle Dorf erkunden. Die Soldaten der Patrouille sind tot. Ihre Leichen wurden in einem Tal südlich von Dretzen in einer Art Schrein entdeckt. Allem Anschein nach wurden die Soldaten geopfert. Ganz in der Nähe scheint es ein Dorf zu geben. Vielleicht finden sich dort Antworten. Und die Mörder. Mhm. Fällt euch noch irgendwas auf, Heldis? Oh, hier. Geheimversteckalarm. Da haben wir Schwierigkeitsgrad 20, Wintersonne. Der Korb im Wasser am Schrein ist ein Geheimversteck. Darin. Boah, ein paar kleine Habseligkeiten. Ach, Herr Jemine. Das vermiest nur Cori den Tag. Apropos, wir könnten ja mal ein bisschen Licht machen, Mensch. Das nutzt nicht viel, aber es ist ja bei Regen und 4.14 Uhr in der Früh. Naja, was erwarten wir? So. Da führt ein Weg den Berg lang. Was ist hier? Eine Senke. Oh. Dämonoiden. Ja, geht mal. Wir möchten da nicht aus der Säcke heraus kämpfen. Jetzt wissen wir, dass da Dämonen sind. Bei Dämonen habe ich ja wieder ein gutes Gefühl aufzusatteln. Also, du auf die Mieze. Du aufs Schweinderl und du auf dein Pferd. So. Na? Sie waren gerade da. Ich weiß es ganz genau. Okay, die Ritterkommandantin fragt sich gerade, ob sie halluziniert. Tut sie nicht. Schuss. Die Barbaus wollten gerade woanders hin.
Und Lan schießt wirklich dreimal daneben. Sag mal, Lan, eine 2, eine 6 und eine 3. Oh. Was ist das hier eigentlich? Ah ja, nee, das wollen wir jetzt nicht. Ja, schön mal irgendjemanden zu treffen hier, oder? Ja, aber da ist Arushale echt die falsche 4. Leute, ist das denn wirklich alles euer Ernst? Ich stürme da jetzt nicht hin, kann ich sowieso nicht. Du gehst mal in Position für einen Schallangriff. Nächste Runde. Herr Doktor trifft. Brussel kann mal dahin gehen. Sela mal dorthin. Arushale, dann Nokori, dann Lan. Ich glaube, in der Hinsicht ist es besser hier erstmal als Harz. Ist schlecht. Dann schieß mal auf den normalen Babau-Krieger. Das haben wir alles schon besser gesehen. Das dachte ich mir, dass das so ausgeht. Lan, schießt du auch auf... Also einer muss schon ein bisschen angezählt sein, der da. Sag mal, Lan, was ist denn los mit dir? Eine 4 und eine 3. Hörst du mal auf, 3 und 4 zu würfeln? Also. Der hätte schon längst tot sein können. Tot sein müssen eigentlich. Okay. Ja, da muss Zela aus dem Weg. Ah, was bist du? Kavakus. Ja, das war dein Beitrag. Danke dafür. Soziel. Ja, fängst du dir irgendwelche Angriffe ein? Weil du Soziel bist, kriegst du die Gelegenheitsangriffe sowieso ab. Also dann mach's lieber nicht. Sag mal, wie viele Babaus waren das auf einem Fleck? Und wieso kriege ich die nicht down? Leute, ey, es ist echt scheiße ja gerade. Da kriegst du von dem eine gewischt. Na gut, irgendwer muss sich dem entgegenstellen. Und es ist Sela, die nicht treffende. Ja, und du? Ja, Sela, es tut mir leid. Und Bostel, Soziel. So, das war dein Beitrag. Weg mit dir. Nächste Runde. Arushale, wenn Lan den umhaut, dann macht er Schaden auf die Benachbarten. Das sollte Arushale, also die sollte den nicht angreifen. Sie sollte stattdessen... Klaver Dingelsbummens ist vielleicht auch nicht so ungefährlich. Nokori wird wild um sich schlagen. Ach, die würfeln gerade wieder alle wie die jungen Götter. Wie die jungen Unglücksgötter. Der Eliminator stört mich. Ja, da waren wieder irgendwelche Sonderangriffe dabei. Aber schön, dass der fast tot ist, noch am Leben ist, weil der jetzt die volle Dröhnung bekommt. Lan, sag mal, bist du denn nicht mehr
ganz dicht oder was? Wie kannst du denn so beschissen würfeln in einem und demselben Kampf? Eine 6, eine 6, eine 11. Ich krieg hier gleich Blutdruck. Mann. Jetzt friss auch den Schaden, bitteschön. Ey, das dürfen wir jetzt die anderen ausbaden, ja? Toll. Also, bist du wirklich bist nicht zu retten, Lan. Weniger lesen, mehr schießen üben. Ja, das ist so sie als Beitrag. Immerhin treffen die anderen auch nicht. So. Sela. Ja, das war gar nicht schlecht für deine Verhältnisse. Hand auflegen, das geht jetzt nicht mehr. Du machst hier davon. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht trifft ja Lan irgendwann diesen toten Babau. Wobei, es kann sein, dass jetzt Nokori schon hier Schluss macht. Ja, macht sie. Rundherum. Ein einziges Wirbeln von Krummsäbel, Krallen und einem Spilodon-Gebiss. Ja, Lan. Der würfelt. Acht. Der würfelt. Also, der würfelt in 70% aller Fälle irgendwie unter 10. Wenn nicht gar 80%. Lan. Geh mal irgendwo in die Ecke und mach erstmal deine Gymnastikübungen. Vielleicht brauchst du einfach einen Moment der Besinnung und Entspannung. Weil das ist langsam nicht mehr zu erklären. Weil jetzt kriege ich hier wieder die Hucke voll. Hast du ein Glück? Das schicke ich jetzt. Ja, komm, mach hin. Mach einfach. Vielleicht triffst du ja. Boah, echt. Also, Helden, das war jetzt, also von Lan war das eine ganz schlechte Vorstellung. Schattenfang hat es mächtig erwischt schon wieder. Sela, mach mal Hand auflegen auf die Mieze. Was macht ihr da? Steig halt vorher ab. So. Ja, Sela, ist ja gut. Kommst du wieder her? Spiel wieder mit, komm. Geh hier hoch. Sattel auf. Das waren auch nur ein paar Dämonen. Und eine fürchterliche Vorstellung unserer Fernkämpfer. Ja, das Zeug lasse ich alles liegen. Das kennen die Helden. Da hat nur ein I dabei, der hier hat. Da hat auch nichts dabei. Gut. Diese Senke hier unten, was verbirgt sie? Eine Tasche, einen Sack, Person festhalten zweimal, Blutviole und Elementaressenz. Also hier sind Dämonen aktiv, aber sie scheinen hier nicht die herrschende Macht zu sein. Das ist im Moment so das, was die Helden glauben. Das macht die Arushale. Nimm einen Dietrich. Leute. Alles gut, ich reg mich gleich auf. Ach ja, Doktor ist erschöpft. Wurfachs Meisterstück.
Beilmeisterstück und eine orkische Doppelaxt. Mordsequenz. Aha. Tja, wo ist die? Die finde ich nie wieder. Hier, Info. Er zieht diese plus 3 Doppelaxt mit ihrem Kopf einen Treffer. Er zielt sie zusätzliche 1d12 Punkte Hiebschaden, wenn der nächste Angriff mit dem Sporn ebenfalls trifft. Aha. Die ist sehr viel wert, aber ich glaube, die werde ich verkaufen, weil es kann bei mir niemand mit einer orkischen Doppelaxt umgehen und möchte es auch nicht. Auch Greyboar, der Zwerg, ist, das ist nicht seine Waffe, auf keinen Fall. Umgangsgruppe exotisch, das können wir vergessen. Die können wir wirklich halt wegtun. Aber das ist schön für das Heldenkonto. Hier haben wir einen Menhir. Also Leute, wirklich, was ist denn nur los mit euch? Da ist ein echter Wurm drin, oder? Du erkennst die Rune nicht, die in den Stein graviert sind. Ich möchte hier gar nicht weiterspielen. Das ist schon richtig, richtig im Ansatz schon verkorkst. Oder die Helden heben sich hier richtig guten Würfe auf für das, was noch kommen mag. Da unten sehe ich einen Steinkreis. Oje, oje, oje. In Steinkreisen gibt es in Fantasy-Spielen meistens Gegner. Holzfäller waren hier aktiv. Ja, vielleicht. Kann schon sein. So, jetzt haben wir hier einen Hohlweg, der führt. Da oben ist noch was. Der führt die Helden weiter gen Westen. Hier unten ist aber so ein Steinkreis. Ah, ist eh noch eine Sackgasse. Na dann. Wir können also hier oben weiter den Pfad hinauf. Da oben könnte ein Dorf sein. Ich nehme an, dass ein Dorf nicht in der allertiefsten Senke ist. Wenn hier so Fließgewässer sind, dann gibt es ja ab und zu mal Überflutungen. Da wäre es blöde, das Dorf direkt in einer Mulde zu errichten. Da muss es ein bisschen höher gelegen sein. Ja, und da unten. Oh, jemine. Da unten ist auf jeden Fall ein Kultplatz. Hier ist ein Feuerkorb. Ah, da ist der nächste Schrein. Ja, der Blumenschmuck, den sieht Nokori jetzt zwiespältig. Ah, hier kann Nokori das Land wieder stärken. Haben wir noch nie gemacht. Wir machen es mal. Was passiert da eigentlich? Gar nichts. Ah, du musst absatteln. Ah, sehr schön. Ist gleich ein Baum gewachsen. Oh, vielleicht stimmt das die Einheimischen hier irgendwie milde. Die haben bestimmt ein Interesse daran, dass das alles hier wächst und gedeiht. Da können wir die Karte verlassen. Was? Wo? Wie? Was? Wer? Ein wildes Milodon. Das ist aber vielleicht alleine. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Nokori. Bis da vorn kommt es aber nirgendwo hin. Das ist klasse. Lan. Schießt dir einen. Du machst gar nichts. Du schießt. Sela parkt hier vielleicht die Lücke zu. Bostel auf alle Fälle. Ja, du
Pirsch dich da mal an den Rand. Das sind wieder mehrere. Und ach, ihr könnt da... Ihr könnt hier oben nicht rum, echt? Ach, tatsächlich, hier ist Schluss. Ach so. Ist ja blöd gelaufen für euch. Naja, dann müssen wir uns eben hierhin orientieren. Das passt hier auch. Lang kann man da auch nochmal schießen. Und treffen. Deran. Komm in die Nähe. Mehr bürde ich hier nicht auf in dieser Runde. Arushale. Ja, komm auch in die Nähe. Sela hier neben Nokori. Du auch daneben. Und der Drache, der geht hier ganz ins Gebüsch. So, jetzt kommen die in unsere Richtung getobt. Wie sieht Hegarn im wahrsten Sinne des Wortes? Okay. Ihr seid aber zu weit weg. Ich glaube, wir warten einfach ab, die Sonne ein Stück näher kommen. Dann können wir zwar keinen Sturmangriff machen, aber wir können jetzt ganz gut angreifen. Nokori hat hier einen direkt bei sich. Das ist schlecht für diese Mieze. Und Lan würfelt wieder, wie er die ganze Episode schon gewürfelt hat. Berauschend. Okay. Wieso hat dieses jetzt hier Schaden? Ach, das war das, was wir... Ja, klar, das war das, was Landhorn angeschossen hat. Alles klar. Bin im Bilde. Das geht sogar. Aber das führt zu nichts. Das führt zu einigem. Und du kannst hier einmal röhren und dann haben wir es gleich. Ach ja, immer auf die Kleinen, ja? Bestimmt wieder tot. Natürlich tot. Herzlichen Dank, Smilodon. Ja, okay, dann halt ohne Drachen. Wir müssen eh wieder rasten. Naja. Schön war's mit euch. So, Nokori, wer ist denn hier mit heute, hm? Asaba. Es gibt Tage, da habe ich keinen Bock hier weiter zu Let's Playen, ehrlich. Du musst doch nur mal eine 10 würfeln. Wir hatten 4 Möglichkeiten, heute abzuziehen. 4-mal ist es Nokori nicht gelungen, auf einem W20 eine 10 oder höher zu würfeln. Das ist so schwierig. Ich brauche jetzt eine Weile, die ich einen Sandsack verprügeln darf und anschreien darf. Ich gehe jetzt mal eine Weile in den Keller und brülle mir einen. Und dann geht es mir hoffentlich wieder besser und dann würfeln auch die Helden hoffentlich ein bisschen besser. Wenigstens im Durchschnitt. Ich will ja gar nicht überdurchschnittlich, aber wenigstens im Durchschnitt würfeln. Dass man auch mal über die 10 kommt hier auf dem W20, das wäre irgendwie von Vorteil. Denn ich denke, wir haben die größten und gefährlichsten Gegner hier auf dieser Karte noch längst nicht gesehen. Aber vielleicht tun wir das ja im nächsten Teil. Bis dahin!